Kann ich da bleiben? Jo. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist ein Challenge-Projekt mit dem Top-Mitarbeiter, den Dominik und dem Busfahrer. Wenn jetzt nochmal Busfahrer sagst, dann ist was los. Moin Zuschauer. Und ja, wir haben... ich und der Dominik haben uns was überlegt, und zwar muss der Herr Kollege österreichische Wörter raten, und ja, das wollten wir jetzt dann einmal machen. Ich soll das österreichische Bayerisch lernen. Der Herr Kollege hat vielleicht noch ein paar Wörter. Ich hab kein Wort, ja. Mann. Ich hab ein Wort. Was denn? Busfahrer. Oh, Alter, du bist ein... Busfahrer leitet sich ab vom Busfahrer Christen. Hallo, Busfahrer Chrissy, wann fängst du euch mal an zu züngen bei mir? Busfahrer. Hallo? Nee, nicht. Okay. Wenn du nochmal zu mir Busfahrer sagst oder irgendwas. Was dann? Dann ist aber Zunter und dann Arsch, das sag ich doch. Ja, du bist ja mal ein Busfahrer. liebes LO, könnt ihr vielleicht die Wiese neben meiner dünnen Wiese verkaufen? Weil ihr hattet ja fettig gehäckselt da drauf. Was für eine Wiese? Neben meiner dünnen Wiese. Neben der dunkelblauen dünnen Wiese. Die habt ihr gekauft. Was so, der da? Ja. So. Du kommst aus der Schweiz. Also Schwitz, Schweiz, Österreich, wie immer. Hau jetzt mal ein Wort raus, Chrissy. Deiner Busfahrer. Was Wörter willst du haben? Ja. Warten Sie kurz. Kommt da noch was? Ich kauf die Wiese neben meiner dünnen Wiese. Einverstanden? Ja. Pass. Der, was ich gerade verkauft habe, oder? Richtig. Das ist eins von den einzigen Sachen, was ich nicht kann. Wasch. Rückwärts mit der Deichsel fahren. In der Türschirme? So, Herr Kollege. Sie haben gesagt, ja. Österreichische Wörter. Ach Digga, jetzt hat er nein, jetzt hat er gegoogelt. Jetzt nein, ich hab nicht gegoogelt. Wahrscheinlich haben sie gegoogelt, Alter. Österreicher Junge. Übrigens, du kannst jetzt noch eine dritte Wiese düngen. Wenn du mal aus der Pusche kommst. Herr Kollege, sagen Sie mal, was der Orchkatzelschwarf ist. Oh, Junge. Warte, Orchkatzelschwarf. Das haben wir, das Wort haben wir einen englischen Austauschlehrer lernen müssen und erklären müssen, was das ist, und die haben das fließend sprechen müssen. Ah ja. Orchkatzelschwarf. Orchkatzelschwarf. Wir wollen das er hier. Orchkatzelschwarf. Orchkatzelschwarf. Rat einmal, was das sein könnte. Arschkatzenschwarf. Alter. Was ich, da kannst du dir alles runter ausbilden. Arschkatzenschwarf. Der Dominik darf auflösen. Dann wenn er es nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß nicht, also, ja. Also ja. Jetzt war's es. Wo ist ein Arschkatzenschwarf? Doch, kennst du ein Eichkatzel? Eichkatzel? Kennst du das? Wo ist denn jetzt die Katzenort oder was? Als ob du keine Orchkatzel kennst. Hä? Dann kann ich nichts machen. Dann kann ich die ehrlich nicht sagen. Dann kann ich es dir nicht erklären, weil ich weiß nicht ein anderes Wort dafür. Da muss man mir erst sagen, was das eh noch ist, und dann kannst du mir das alles sagen. Als ob du nicht weißt, was ein Orchkatzel ist.
Wenn du mir sagst, was das wirklich ist. Ein Eichhörnchen. Also. Und jetzt muss auch Katzelschwarf, das ist ein Eichhörnchenschwanz. So, fertig ist. Genau. Ja, Digga. Wer denkt sich denn den Namen für einen Eichhörnchen? Alter. Seid ihr auch. Ja, hau noch ein Wort raus. Ich geb da gleich ein Dachtel, Alter. Ich hab gesagt, du sollst mir ein Wort sagen. Dachtel. Dachtel. Mhm. Das weiß ich nicht, was das ist. Das ist, glaube ich, eher kärntnerisch. Ja. Das kenne ich aus der Steiermark nicht so. Dachtel. Ich habe zwei Wörter. Entweder ist es so eine Dachelfrucht gedöns oder es ist die Dachplatte auf Dach. Es hat mit gar nichts vom Baden zu tun. Nicht? Wo ist das? Soll ich es auflösen? Ja. Eine leichte Ohrfeige. Die ich dir jeden Abend verteilt habe. Wow. Wie ist die Nummer? Was? Die Nummer ist. Was Dachtel, glaube ich. Dachtel. Dachtel. Weil dann geht's wieder in eine dicke Dachtel, ja? Der Herr Kollege kann vielleicht auch ein anderes Wort aus seiner Region eher sagen. Boah. Meinst du es mich oder ein Dumme? Ein Dumme. Warte, ich schau mal kurz, ich muss überlegen. Weil die Isach kann man so easy ableiten, das ist das Problem. Ey, sagen wir mal, was Häusemoor heißt. Was? Häusemoor. 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 Arig. Arig. Was? Arig. Meinst du jetzt die Antwort dazu oder? was ist Arig? Das kennt da Chrissy vielleicht auch. Arlig. Sag mir irgendwas, aber fällt mir jetzt gerade. Hört sich an wie ölig, Alter. Arlig. Das war uns ja nicht das. Arlig. 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 Wir müssen mir mal sagen, was heute mal heißt. Ich hab dann noch ein neues Wort. Das, was der Chrissy sicher kennt. Löst du einmal deins auf. Ja, das war eisig. Was eisig? Eisig! 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 Achso, eilig! Was könnte Häusemoor heißen? Häusemoor. Boah. Das Ganze eigentlich sogar relativ gut. Wie heißt es? Häusemoor. Ja, richtig. Kannst du euch relativ gut ableiten. Häusemoor. Was denkst du, Thomas? Was verstehst du? Häusemoor. Ich hab keinen Plan. Häusemoor. Wenn du es nicht willst, kann ich auch auflösen. Ja, bitte ja, auflösen. Ja, löse auf. Häusemoor heißt, hör mal zu. Kann man relativ gut ableiten. Häusemoor. Hörst du mal zu. Achso. Ja, ich hab noch ein Wort. Ja, bitte. Anten. Was ist ein Anten? Ja. Ende. Ja, das ist richtig. Ach, Digga. Ich bin einfach der Schweizer Profi. Jetzt sag ich einen kleinen Satz. Und zwar Herr LS-Profi. Digga, ich kenne nur noch einzelne Wörter und du willst mir direkt einen Satz reinfallen. Ja, Alter. Das kann ich sonst nicht sagen. Wie, du weißt schon, was ich meine. Ja, sag jetzt, Alter. Herr Kollege, wie geht's denn, Enk? Wie es mir geht? Ja. Gut. Du sollst das eine Wort da hinten. Was heißt Eng? Eng. Ja. Eng. Wie geht es Ihnen? Eng. Hier. Euch. Euch. Wie geht es euch? Ja. Scheiße. Ei, ei, ei. Weil der Kollege es ja nicht hinkriegt, so düng ich jetzt, Alter.
Der Herr Kollege kennt sicher. Klumpert. Achso, ja. Klumpert. Heuball. Kenn ich noch. Was? Das ist aber ja von uns. Heuball. Klumpert. 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 Ich schreib's mal in den Chat. Hört sich an, Alter, wie. Hört sich einfach klumpert. Hört sich an wie. Als wenn du geschissen hättest auf dem Klo, Junge. Jetzt mal fett klumpert. Abkürzung ist Klump. Klump. Abkürzung nehmen oder was? Klumpert. Ja, das ist die Abkürzung davon. So. Das ist also Klump, das kannst du nicht nehmen. Ey, Chrissy, du Busfahrer, du bist aber ein richtiger Säubadel, Alter. Was, ein Säubadel? Ein Säubadel. Schlimmer Finger. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Nichts am besten. Hast du auch einen Stau da hingarten? Ein Staugarten? Nee. Gstauder! Gstauder? 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 Gstauden, Gstaudach. Nee, hab ich nicht. Du mal raten, was das heißt. Blumen. Genau. Ja, doch, die hab ich ihm gerade stehen. Ganz sicher. Sicher. Junge, wenn Blumen stauden sind, dann ist es soweit. Ja. Hab ich richtig oder nicht richtig? Na. Oh, was ist denn das? Sommer. Ein Staudach. Stauder? Baum? Na. Hat was mit Pflanzen zu tun, ja, aber nicht das, was du meinst. Richtig jetzt. Was soll das denn sein, Leute, Junge? Ich weiß nicht, was ihr da unten alles in Österreich habt, Alter. Ein Staudach. Da schon Bananen wachsen. Wie ein berühmter Politiker sagen wird, in Österreich explodieren Bäume. Wow. Chrissy, kannst du dich erinnern, wer das gesagt hat? Was noch einmal bitte? In Österreich explodieren Bäume, hat ein berühmter Politiker gesagt. Na, was ist denn? Der ehemalige Präsident aus der USA. Ach so, ja, weiß ich schon. Hey, soll ich auflösen, was ein Gstaudach ist? Ja, sag jetzt, was ein Staudach ist. Ein Gestrüpp. Gstaudach ist Gestrüpp. Gestrüpp, war ich doch genau dran, Junge. Ich weiß, dran ist auch vorbei. Hat der Herr Kollege vielleicht noch ein Wort? Ich hab gerade vorher eins gehabt, aber jetzt hab ich's wieder vergessen. Passt auch so, hab genug Schule für euch. Sag mal, was ein Gummiadler ist. Was? Ein Gummiadler. Ein Gummiadler? Ja. Gummiadler ist ein Gummiadler. Weißt du nicht, was ein Gummiadler ist? Ein Gummiadler ist ein Gummiadler. Richtig von mir, Alter. Der Dumme weiß vielleicht, was ein Gummiadler ist. Na. Heute haben wir ein geiles Bier. Los als Radler. Soll ich auflösen oder wolltest du noch raten? Lös auf. Ein Gummiadler ist ein Suppenhuhn. Aha. Alter. Das habe ich noch nie gehört, aber ja. Wer sagt so ein Suppenhuhn? Gummiadler, Junge. Ja, hast du 3-8 im Schatten oder was? Junge. Warst du, wo es Karsnudel sein?
da, Junge. Was? Grasnudel. Käsenudel. Geht ich schon, mein Alter, geht ich schon, mein Gott. Komm, piss dich, Alter, jetzt hier mit deinem scheiß Chinesisch. Bezüglich Chinesisch, Xing Shang Shong. So, du kannst aber dich abbilden. Nee, das macht der Domme jetzt. Der tut die Abmoderation, Mann. Ja, danke fürs Zuschauen an euch alle. Ihr könnt es gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich glaube, jeder von uns wird sich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss, ciao.